Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht schon, heute eine Standardbegrüßung, denn es ist was ganz Spezielles am Start. Wir machen heute nämlich eine Mörderfolge mit einem besonderen Gast, und zwar Marki. Ey! Okay, ich denke mal, du bist die Banane hier, weil die anderen aufkassen. Ja, Digga, hi. Hallo. Dann haben wir noch mit am Start, Freunde, den fetten Odoman. Tanze mich, du Kabel! Und zu guter Letzt unser Detektivmeister, der immer zuerst stirbt, André. Okay, tanze dich! Ich werde, Freunde, jede Folge André immer zuerst tot. Mal gucken, ob es diese Folge wieder so ist. Und wir haben heute auch noch eine Besonderheit, Freunde. Nicht nur, dass ein Special Guest mit dabei ist, sondern haben wir heute noch Mörder mit Klassen, Freunde. Wir haben nämlich überall Superhelden versteckt, die wir uns irgendwo nehmen können. Ihr seht da hinten schon zum Beispiel so ein Ding. Da rennt man rein, dann kriegt man eine Klasse. Werdet ihr eh gleich verstehen. Von daher würde ich sagen... Ja, nice. Timer angemacht. GG. Mensch, du bist der Beste, Digga. Nice, Digga. Lass mich in Ruhe! Lass starten, nein, schnell! Ja, wir starten, Freunde. Es geht los in 3, 2, 1, let's go! Hallo, Käsesoße mit 3 Fischen, mit 5 Fischen und 10, 98 Schrimps. Bruder, musst du unseren neuen Gast direkt so versperren. Die Schalke der Pistole liegt in der Mitte. Neustart! So, Freunde, Probleme geregelt, jetzt können wir endlich anfangen. Es geht los in 3, 2, 1, let's go! Behalte die Waffe im Inventar, bitte, Jungs. Jungs, behaltet die im Inventar. Und ich glaube, die ist sogar weg. Oh, Jungs, ja, oh. Jeder geht in seine eigene Box, droppt alle Waffen. Dann würde ich sagen, Freunde, geht's jetzt auch schon los, wenn alle bereit sind mit dem Psychospielchen. Und Countdown ist schon gestartet. Aber egal, Freunde, Mörder hat jetzt 30 Sekunden Zeit. Wir verringern einfach. 30? Oder weil ich, so? Weil ich cool bin. Ja, guck mal, Leute, Kidmap ist Mörder. Okay, perfekt. Ja, ich würde auch sagen, Digga. Hä? Ich mach Zeit runter, damit ich Mörder bin. Ich hab ein mummeliges Gefühl, Alter. Klar. Fühlt sich nicht gut an. Deswegen, Digga, du machst, guck mal, das ist umgekehrte psychische Blacklady. Was für ein Ding? Umgekehrte was? Oh, Psychologie. Ah, ja, hab ich schon mal gehört. Oh, lol. Geil. Ich hab Spider-Man hier oben gefunden, aber wie kommt man da hoch? Wie krieg ich Spider-Man-Klasse? Ja, ich hab schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Gib mir halbe Minute, ist glaube ich vorbei, Digga. Ist schon rum? Ich denke, Digga. Safe. Bruder, okay, dann hat der Mörder ja echt sehr wenig. Ich bin so dumm, Digga. Dann hat der Mörder echt sehr wenig Zeit gehabt, Freunde. Aber ich würde sagen, warum bist du dumm? Weil ich runtergefallen bin und den Spider-Man-Ding ich bekommen habe. Weil Junge! Ja! Mich kriegt der Junge jetzt schon hoch. Eindeutig safe Kidnap, Digga. Ja. Safe. Und für mich ist auch so ein Gefühl, Alter. Mister. Warum will mich jetzt jeder beschuldigen? Hört mal auf! Digga, ich finde Kidnap ist es, Digga. Ja, ich bin auch nur ehrlich, Alter. Das ist mein erstes Mal. Das ist Instinkt, Digga. Ist so. Ja, perfekt, okay. Egal, Freunde. Ich hab schon mal Grappler, Digga. Heißt, ich zisch mich erstmal ab. Ich will auch einen Grappler. Dann such dir einen. Du die Klasse. Ah, schüch, Digga. Ich dachte, ich bin Gast, Alter. Was soll denn das hier? Warte, Bruder, wir schenken dir alles. Willst du auch Schlüssel haben? Ich will alles, Bruder, Alter. Was ist denn das für eine versteckte Klasse da hinten? Oder sollen wir das behalten? Ich glaube, Spider-Man ist eigentlich geil. Ich gebe den Tipp, nimm nicht Arrow, Digga. Warum? Du hast einfach nur einen Pfeil, das war's. André, rat mal, welche Klasse ich gerade genommen habe. Arrow. Arrow, Bruder, rat mal, wie viele Pfeile ich hab. Null? Ein? Ein! Geil. Wie kommt man zu Spider-Man hoch, Alter? Ja, Bruder, du musst Spider-Man sein, damit du hoch kannst. Keine Ahnung. Ganz komisch. Ich werde Spider-Man jetzt. Ich bin so, ich scheiß auf Spider-Man Cut drauf. Ist schon bei euch irgendwas passiert? Nö. Bis jetzt noch nicht, Digga. Nö, nee, ich jetzt hab ja auch noch nichts mitbekommen hier. Mörder, ganz ruhig. Ja, Kidmaf, ganz ruhig hier am Start, Digga. Kidmaf. Ich bin nicht der Mörder, hört doch jetzt auf, Junge. Wart doch erstmal, bis der Schlüssel gefunden wurde. Warte erstmal, bis der Mörder Kills gemacht hat, damit du mich beschuldigen kannst. Oh, Leute, was war der Schlüssel gleich nochmal? What? Der Schlüssel war der eine goldene Pistole oder so. Oh, eine goldene Pistole. Also. Ey, irgendwas schießt auf mich! Ich hör was, schießen! Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, Marki, warum bist du so ruhig, Digga? Hä? Ey, ich schwör, ich mach hier einfach nur... Marki? Warte mal, hast du Schüsse gehört? Nee, jetzt nicht auf den Unschuldigen gehen hier. Warte mal. Ich hab Schüsse gehört. Hast du Schüsse gehört? Ich hab keine gehört. Jemand grappelt. Ich hab keine gehört. Du hast keine gehört. Ich bin gerade gegrappelt. Ich hab keine Schüsse gehört. Ich hab echt keine gehört. Jemand schießt auf mich. Ich hab auch was gehört. Ich hab hier hinten irgendwas gesehen. Wo? Hier, warte, hier vor mir. Da irgendwo steht einer auf dem Baum und da waren irgendwo Schüsse. Digga, ich glaub, hier ist. Digga, warte. Hier ist irgendwo der Mörder. Wo bist du, Mann? Ich bin hier. Komm her. Keine Ahnung, wo bist du? Komm zu mir. Hier, ich bin hier. Ja, aber was? Hier hinter dir, Junge! Ich seh dich! Hey, ich seh dich! Komm mit. Ja, okay. Komm mit. Ey, warte mal, bist du der, den ich da gerade gesehen habe auf dem Baum und so? Nee, ich kam gerade von hier hinten von Batman, Digga. Digga, ich vertraue dir, Alter. Guck, ich hab den Angelhaken von Batman. Ja, okay. Der war da oben. Nimm jetzt nicht hier. Also, ich hab da nämlich jemand laufen sehen, der ist hier in den Gebäuden irgendwo und der hat. Das ist der Schlüssel. Digga, du trollst mich irgendwie. Ich hab... Ohne Witz, hier ist der Schlüssel. Aber das Ding ist, guck mal, ich bin safe. Ich vertrau dir aber nicht. Nimm den Schlüssel. Wenn du nicht der Mörder bist. Ich bin auch safe. Dann nimm den Schlüssel. Wenn du safe bist, nimm den Schlüssel. Der ist da unten. Du knallst mich safe. Ich kleide dich nicht ab. Nimm den Schlüssel. Ich will dir vertrauen können.
Du bist safe? Ja. Digga, dann spielt jemand seinen Tod, Digga. Irgendjemand spielt seinen Tod, Digga. Okay. Ich schwöre, jemand spielt seinen Tod. Ich hab Angst, Bruder. Ach, war der Letzte? Er war der Letzte? Nie wieder. Ich geh, tschüss. Oh mein Gott. Okay, Freunde, ich würde sagen, war eine starke erste Runde. Odum hat es aber komplett hops. Ich dachte irgendwie, es war Marki die ganze Zeit. Keine Ahnung warum. Dann würde ich sagen, Freunde, droppen wir weiter in die zweite Runde und es geht los. 3, 2, 1, let's go! Bagelt die Bolognese mit Schrimps und Kalamari-Soße. Ja, Bruder, meine Reaktion. Wenn Odum diese Gerichte aufzählt, Digga. Und dann würde ich sagen, Freunde, ich bin wieder nicht Mörder geworden. Also, let's go, Flintknock. Oder habe ich geblufft und bin doch Mörder? Oh mein Gott, Digga, Ahmed. Digga, ich. Pizza, Digga. Lady Gaga 2.0. Wenn du jetzt den Mörder. Ich nehme jetzt Blaze-Klasse. Komm mit, Ahmed. Komm, nimm Blaze-Klasse. Komm, Digga. Ich bin Bob der Baumeister. Ich kann jetzt ein bisschen bauen, Freunde. Let's go! Let's go! Ich bin auch dabei! Oder Blaze OP des Jahrhunderts, Alter. Einfach Otto-Klasse, Digga. Ja, viel Spaß damit, ne? Diese Dinge jetzt wieder weg. In eine neue Klasse finden. Du musst eine andere Klasse finden. Viel Spaß. Okay, wenn Marki Mörder ist, Digga, wissen wir, dass er nicht mehr viel Zeit hat für Schlüssel, Digga. Ja, Bruder, aber ey, ist. Beeil dich, Digga. Ja, Bruder, easy. Ja, vielleicht habe ich ja schon, wenn ich Mörder wäre, hätte ich ja schon alles versteckt, Bruder, Alter, weißt du? Andere Cover, so, weißt du? Aber ich bin nicht Mörder. Okay. Ich habe einfach mal gemerkt, wo du hingelaufen bist, Bruder. Also, falls ich gleich den Schlüssel da finden werde, dann. Vielleicht hab Klatsche. Ich auch gemerkt, wo du hingelaufen bist, Digga. Vielleicht hab ich gemerkt, wo du hingelaufen warst. Wer hat gerade Spider-Man aufgenommen? Ich. Wer baut einfach 90s, Digga. Oder ich man soll Bob der Baumeister eigentlich dafür benutzen, um dich zu schützen, falls Mörder schießt oder so. Oder man baut dich einfach zu allen Klassen hoch, egal. Ey, es gibt noch eine Schurkenbase. Wo? Man muss irgendwo in Gulli reinspringen. Also ich bin glaube ich schon in meinem Gulli. Wenn da jetzt gleich unten eine Mine ist, Bruder, und wir alle sterben, dann dummst du dich. Oh, ich bin irgendeine Klasse mit TNT und so. Hallo, Chipper, ey! Hey, hör mal auf, Junge! Geh weg! Wow! Kleiner Bosch, was willst du denn hier rüber? Digga, das war nicht so gemeint, Walla. Ey, Jungs, Odum hat gerade C4 auf uns geworfen. Ey, warte, ey, das war erstens TNT, zweitens war das nicht so gemeint. Nice. Nice Impuls, Bro. Oh, das ist Deadpool da hinten. Tschüss, wie groß ist denn das hier? Oder übel riesig. Oh, hier ist Batman. Digga, ich kann fliegen. Oh mein Gott, was ist das für eine OP-Klasse? Jungs, ich kann fliegen. Hä, wer kann fliegen? Ich? Iron Man kann, glaube ich, fliegen. Nein, ich kann so fliegen. Ich habe irgendwas Blaues aufgenommen, unten in den Schurken-Dingsbums. Hä? Bruder, was ist das? Hä? Was ist das für ein Mörder, Junge? Digga, haut rein, ne? Ihr kriegt mich niemals. Oder? Ich dachte, Iron Man ist OP, weil er Jetpack hat, Digga. Aber das ist ja komplett andere Level. André? Das Ding ist... Ja? Okay, der lebt auch noch, Alle leben doch, Digga. Alle leben noch. Der Schlüssel sollte ja jetzt safe schon versteckt sein. Oder der Schlüssel müsste schon letzte Jahrhundert versteckt sein, Digga. So, jetzt kann ich auch fliegen, Digga. Aber nur mit Jetpack. Was macht der alles? Ich suche nach einer geilen Klasse, Ich hab den Schlüssel. Du hast den Schlüssel? Ich hab den Schlüssel. Wo war der? Geh weg von mir! Ich hab den Schlüssel. Wo war der? Hier, ganz am Anfang da so, erstes Haus, geradeaus nach Bob der Baumeister, einfach geradeaus hier oben. Da bin ich. Erstes Haus, geradeaus? Allererstes Haus. Und du hast den Schlüssel in der Hand? Ich hab den Schlüssel in der Hand. Ich hab ihn. Meinst du das, wo ich gerade hier bin? Ja, ich höre hier Leute. Weil genau das Haus ist das Haus, wo ich meinte, da bist du reingelaufen am Anfang. Hä? Genau das Haus, habe ich gesagt, da rennst du gleich rein. Ja, aber ich hab den Schlüssel. Hä? Ich bin nicht verwirrt jetzt. Ich hab den Schlüssel, ich bin nicht der Mörder. Ich schwör. Aber du bist als allererstes. Okay, warte, dann bist du in diesen. Ja, Bruder, dann war irgendwer neben mir. Dann bist du ins Haus reingelaufen und danach ist jemand hinter dir hergelaufen. Hat den Schlüssel passiert. Bruder, ich war Blaze, hinter mir ist niemand hergelaufen. Ich war der langsamste Mensch der Welt. Ey, das macht halt gar keinen Sinn alles. Hä, irgendwer war direkt vor mir dann. Aber wer war das, Wer war das? Wo ist Odoman? Odoman? Lebt noch jemand? Hallo? Einer ist... Hä? Was? Ich bin auch nochmal verwirrt jetzt, Digga. André ist los, ich bin los, wir sind alle los. Odoman ist tot? Lol. Oder stellt sich Odoman jetzt gerade wirklich einfach nur tot? Sache ist, Marki ist safe. Ich habe gesehen, dass er hereingelaufen ist, deswegen dachte ich eigentlich, er müsste es platziert haben, aber kann er ja gar nicht. Nee. Und Odoman ist jetzt leise. Aber der kann nicht in der Zeit gestorben sein, wo du den Schlüssel gefunden hast, oder? Keine Ahnung. Also, kann schon sein, dass er. Was wir jetzt machen können, Freunde, ist, die Sache ist ja, wir haben alle Klassen und Odoman hatte die Klasse, wo er fliegen kann. Heißt also, er müsste irgendwelche Items irgendwo gedroppt haben, wenn er wirklich gestorben ist. Lass uns mal nach den Items suchen, damit wir die Leiche wenigstens haben. Ja, gute Idee. Wenn wir keine Items haben, haben wir keine Leiche und dann lebt Odoman sogar vielleicht noch. Digga, ey, das ist Marki? Der hat sich nie im Leben gerade selbst totgestellt. Der kennt die Taktik gar nicht von dem und dann leise sein. André? Kleiner Jarak. André, warum, Junge? Du kannst mich nicht verarschen. Ich weiß, dass du das bist. Wieso hast du einen Jetpack? Oh mein Gott, weil ich Iron Man bin. Oh mein Gott.
Holy shit, was für ein Luck war das gerade, dass ich genau dann fliegen konnte. Ja, Mann. Oh, ey, aber das war krass gemacht, Digga. Freunde, ich dachte ehrlich irgendwie in beiden Runden, dass es Mark hier ist. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie schon, ne? Aber Unwin und André haben diesmal bewiesen, dass sie beide Bastards sind. Von daher würde ich sagen, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat,